Die Salzburger Lokalbahn ist eine der Hauptverkehrsadern im Bundesland. Sie bringt jedes Jahr rund 5 Millionen Fahrgäste aus dem Umland in die Stadt Salzburg und wieder sicher nach Hause. Derzeit wird sie vollständig erneuert und in den nächsten Jahren auch massiv ausgebaut. Wir bauen gerade mit Fördergeldern in Höhe von 150 Millionen Euro die gesamte Infrastruktur aus. Das heißt, hier in eine moderne, sichere Infrastruktur. Für das brauchen wir auch geeignete Mitarbeiter, die uns hier begleiten. Auf der anderen Seite erwarten wir schon neue Fahrzeuge, auch vom Land Salzburg zur Verfügung gestellt, ab 2026 ein komplett moderner Fahrpark. Dieser wird dann auf den neuen Gleisen in einem noch engeren Takt unterwegs sein. Damit soll die Salzburger Lokalbahn noch attraktiver für die Bevölkerung werden. Mehr Züge, die öfter fahren, brauchen aber auch jede Menge Personal. Die Suche danach ist bereits angelaufen. Wir brauchen motivierte, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir suchen speziell Leute im technischen Bereich. Da haben wir Elektriker, die wir suchen. Wir suchen Eisenbahntechniker, wir sind Schlosser, wir sind Schweißer, Leute, die Mechatronik auch Ausbildung haben oder auch Berufserfahrung. Und wir suchen immer wieder Nachwuchspersonal im Fahrdienst. Fahrdienst sind bei uns ZugbegleiterInnen und auch Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeugführerinnen. Da sind Jobs für alle Altersgruppen mit dabei. Einige brauchen moderne Skills, andere viel Erfahrung. Das ist sowohl für ganz junge Leute interessant, die dann vor allem in eine Zeit hineinkommen, wo sich sehr viel tut, wo sehr viel Neues kommt. Die Lokalbahn wird in den nächsten Jahren grundlegend erneuert, bekommt neue Fahrzeuge, bekommt neue Gleisanlagen, neue Stellwerksanlagen. Ist natürlich auch für ältere Leute interessant, die als Wiedereinsteiger oder als Eisenbahninteressierte Menschen ins Berufsleben zur Bahn wechseln wollen. Der Einstieg in einen Job bei der Salzburger Lokalbahn wird den Neulingen leicht gemacht. Zuerst geht es zu einem kurzen medizinischen Check, danach folgt die interne Ausbildung. Und das alles bereits im vollbezahlten Anstellungsverhältnis. Aktuelle Stellen gibt es zum Beispiel für Elektriker. Unsere Elektriker haben mehrere Einsatzbereiche und da werden sie auch spezialisiert ausgebildet. Einerseits haben wir Elektriker, die sich um die Triebfahrzeuge kümmern, die Elektrik bei unseren elektrischen Fahrzeugen. Andererseits haben wir die Sicherungstechnik, das heißt die ganzen Signale, Leit- und Sicherungstechnik, das ist ein Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt sind die Oberleitungen. Einerseits bei der Lokalbahn, andererseits beim OBUS. Werden Sie noch heute Teil der Mobilitätswende, Teil einer grünen Zukunft bei der Salzburger Lokalbahn? Alle Infos zu offenen Stellen vom Elektriker über Mechatroniker bis hin zum Fahrdienst finden Sie auf www.salzburger.at/durchstarterin.